So, hallo, da bin ich mal wieder mit euch und wir nehmen eine weitere Folge Mafia 3 auf. Bin mal gespannt, was wir heute so auf die Reihe kriegen. Das fängt nämlich ganz gut an. Der Nachbar oben schleift die ganze Zeit irgendwas ab und ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr zu warten. Kann nur lustig werden. Aber sonst wäre es sehr langweilig. Ha, Wortwitz. Bam. Wo sind wir denn? Wieso sind wir in unserem Stripclub? WTF? Erstmal raus hier. Die Gemeinde braucht diesen Ort, Mr. Clay. Ruhe hier. Einen Ort, an dem die Leute ihre Sorgen vergessen und ein bisschen So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch zu tun haben. Ich würde sagen, wir machen heute mal wieder eine Zusatzkapitel-Quest. Was war hier? Reden des Kindes. Stilde Waffenlieferung, das könnten wir mal versuchen für heute. Für erstmal nehmen wir den da Wie hier. wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Hier haben wir noch fast alles. Können wir auch noch Das wird langsam auffüllen. eng. Kannst Wer du mir weiß, was sagen, wir wie wir zu brauchen? Barry Harlow schicken? Komme Meine schon, Stimme, nur einen ey. Augenblick. Voll für'n Arsch. Endlich Junge, meine wo bleibst du Waffenlieferung. stehen? Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Der Handy, Das Alter. ist eine große Hilfe. Sag mir mal, was du hast. So, jetzt haben wir auch Geh wieder sorgsam alles. damit um. Schau jetzt ab. So, Wichser, was? Hui, so, Wichser? Ich ihn mir Frieden zu Hab ich das schenken. nicht, der hat es echt gesagt. Fresse. Du auch Fresse. Und jetzt gib ihm, Alter. Sind wir schon da? Das sollten wir hinkriegen. Mal gucken, wo kommt. Hey, wo fährt man denn hier raus? Wen haben wir denn da? Okay. Ah, da hoch, okay. Schleichen wir uns mal hier runter. Da regt sich etwas Böses. Da regt sich etwas Böses. Er kann doch nicht mal rüberkommen. Doch kann Wen er. haben wir denn da? Lol. Oh, das war mutig. Hier durchzurennen. Oha. Scheiße. Na, kommt er? Ja, kommt. Das war sehr gut geplant, würde ich sagen. Nein, war es eigentlich nicht, weil geplant war eigentlich der da hinten, aber der hier kann jetzt auch noch gerne kommen. Aber er kann uns gar nicht hören. Ist ja verdammt lustig. Kann es auch keiner hören, ist ja dumm. Bist du dir wirklich sicher, dass Marcano nicht stinkig wird, wenn wir Waffen in der Stadt verkaufen? Nach meiner letzten Überprüfung gehört das Gebiet hier unten nicht ihm, sondern uns. Du, hä, was hat der denn für eine Brille auf, Alter? Nicht dein Ernst? Eine Menge Leute haben versucht, uns von hier zu verscheuchen, aber Okay. keinem, es ist je gelungen. Im Übrigen haben wir nach dem Scheiß mit Richie keine große Wahl. Die Geldquelle ist versiegt und das ist alles, was noch übrig ist. Redest du mit deinem Cousin? Alter, wie dumm ist der denn? Okay, hat eine Flasche in der Hand gehabt. Ja, gut. Dass sie zu uns kommen sollen, wenn sie Waffen brauchen. Hab gehört, ein paar Typen kommen runter aus Little Rock. Die wollen so viele Schrotgewehre, die wir anbieten. Hier können wir einfach rein. Das lohnt sich
Das war ja einfach. Wehe, der erschießt mich jetzt. Bring den Truck zu Cassandra. Auf geht's. Ich fahr schnell der Truck, wie ihr in Autos einsteigen könnt. Ohne Witz. 800 Meter, Alter. Und die kommen mir nicht mal annähernd hinterher. Sehr lustig. Hier fahre ich jetzt durch. Hier auch gleich, wenn du nicht Platz machst. So geht doch. Da links ist auch eine Truppe von uns. Alter, ist ja explodiert. Wie geil. Solche ruft die Polizei. Alles klar, mach doch. Ich bin mit meinem Truck schneller wie die Polizei. Ist doch schon passiert. Mein Gott. Alles halb so wild. Puh. Weiß gar nicht, was ihr da für Probleme hattet jetzt. Rein, raus und fertig. Kehre zu Cassandra zurück. Die wohnt ja gleich hier. Das ist mega praktisch. Rein da. Okay. War das letztes Mal auch schon diese Bruchbude? Ja, ich glaube schon. Ja, genau, hier ist die Treppe. Stimmt, stimmt, stimmt. Und jetzt wohnt ihr hier irgendwo, ne? Schön, dich wiederzusehen. Ach ja, das Geld nehmen wir uns erstmal. Was für ein Segen. Das waren 700 irgendwas Dollar. Okay. Mit jeder Waffe, die du ranschaffst, wird das Hollow stärker. Vergiss das nie. Oha, wie stehe ich denn da? Die Bähnchen summen und die Vögel zwitschern, Mr. Clay. Dann sammeln wir gleich noch einen Schwack ein, würde ich sagen. Ganz da unten, okay. Welchen verfallenen Schuppen rum? Und versuchen noch mehr von ihren Waffen zu verzichten. Also redet doch nicht alle gleichzeitig. Das heißt, die Kerle brauchen Geld. Oh Gott, ey, so blöd, um auf den Tisch zu springen. Aber das ist ja 113. So, gehen wir da raus, wo wir reingekommen sind. Da gehst du raus, kannst du hier reingucken. Was ist hier los? Alter! Was ist denn mit der Grafik passiert? Oh mein Gott. Ich sehe gerade eine Atombombe, die so explodiert. Wieso leuchte ich eigentlich? Shit, was war das denn? Das ist eine große Hilfe. Bin ja fast schon da. Natürlich. Was habe ich denn eigentlich wieder für ein Kackauto genommen? Schon gerade gewundert. Das ist wieder so ein Kackding, wo man nicht hinkommt. Gut, das ist der Truck, da muss man hinkommen. Offroad driften. Als ob. Hoffentlich komme ich da von hinten rein. Nee, da ist natürlich überall Stacheldraht oben drüber. Das ist eine harte Wand, das heißt, ich kann da gar nicht durchfahren.
Mann, ey, fickt euch doch. Ich versuche da jetzt einfach durchzufahren. Aber ich meine, ein Versuch ist es wert. Na los. Nö, nee, schade. Schleichst du immer noch da herum? Der kommt hier eh nicht raus, also von dem her. Ist mir egal. Ist egal. Egal. Erstmal einen Sicherungskasten machen hier. Trollolol. Trollolol. Tschu. Abhörpunkt aktiviert. Ich schwöre bei Gott, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Ich habe das Gas durchs Bodenblech gedreht. Das Stück Scheiße. Oh oh. Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde. Alter. Da gehe ich jetzt rein. Und tschüss. Ich überfahre euch jetzt eiskalt. Ich muss euch nicht mal überfahren. Spacken, Alter. Ihr bewacht euer Auto ja echt gut. Gott, seid ihr schlecht. Das war gerade nicht euer Ernst, oder? Es juckt euch einfach nicht. Was sind eure scheiß Waffen drin, ihr Wichser? Na, wow, er schafft die 60er-Marke. Krass. Oder geht sogar noch was? Wow, geil. Was für Staub, nur auf der rechten Spur Staub. Aussteigen und fertig. Gleich wieder zu Cassandra hochrennen. Komm rein, irgendwas fällt runter. So. Komm rein. Ich bin doch schon da. Es tut sich einiges in den Straßen. Und das alles wegen dieser Waffen hier. Gut. Haben wir jetzt eine Quest? Nein, wir müssen erstmal mit ihr reden. Ich Dummerchen. Kunden der Dixies ist unser eigenes Polizeirevier. Wir haben da einen schweren Polizeitruck unter Verschluss. Voll beladen mit Militärwaffen. Genau die Art Waffen, jo, die diese Schweine gegen uns einsetzen. Natürlich höre ich sie noch. Sie hat eine laute Stimme, Mann. Wie wär's, wenn du mir eine neue... Ich gehe noch eben hin. Geld könnten wir auch mal einzahlen. Muss was von der Kohle loswerden in Harlem. Klar. Dann habe ich ja schon mal hier. Stiehl den Transporter, jawohl. Das geht ja echt gut voran heute. Ich bin schon unterwegs. Mach auf die Kiste. Brauchst du irgendwas? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich habe eh nicht geschossen. Sprengstoff habe ich auch nicht. Ich habe mich nur geheilt. Okay. Gut, das da hier. Okay. Ja. Das ist eine große Hilfe. Platz ab. Und los. Nächster. Go, go, go. 2400. Alter Schwede. Düsen wir mal dahin.
Rudi gibt Gas. Alter. Ah, den hab ich jetzt gar nicht gesehen. Shit. Jawohl, mit über 100 durch die Stadt. Der war jetzt ganz gut im Vergleich zu dem von vorhin. Rechts. Ui, er denkt gar nicht mehr. Als ob mich so ein Dreckscontainer aufhalten kann. Alles klar. Nein, was hat der für eine Hupe? Hoppla. Jetzt habe ich mich fast selber umgebracht. Shit, Mann. Alter, verpisst euch doch mal alle hier, wo ich fahren will. Ohne Witz. In den Weg stehen und dann Polizei rufen. Alles klar, läuft bei euch. Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter. Ach, steht den Truck? Ja, genau. Er ist genau hier. Alles klar. Warum ist der in dem Polizeirevier? Willst du mich verarschen? Alles klar. Gut, das sieht nicht so aus, als ob es einfacher werden würde. Den brauchen wir. Das heißt, ich muss da einbrechen, da durchrennen und dann rausracen. Weil das Tor da vorne geht nämlich auf. Jetzt muss ich im Polizeitruck stehen, Alter. Oh mein Gott. Der Schloss einfach schon da steht, wo es am einfachsten ist und ich trotzdem noch drauf drücke. Komm her. Digga, da liegt ein V6 rum bei euch. Aber ein fetter V6. Was? Das war aber mit Liebe noch, ne? Ich hab gar nicht gepfiffen. So. Hä, okay. Wie ich hier einfach mit rausfahren kann. Ist nicht euer Ernst, oder? Ja. In die Polizei, okay. Noch fährt mir niemand hinterher. Shit, Alter, war das einfach. Ist nicht euer Ernst. Was läuft denn falsch mit euch? Ich kann überall reinrennen gerade. Ich habe eh überall Vorfahrt, also von dem her. Like a Profi. Verdächtige Personen Fahrzeug. Einheit vor Ort hat Ermittlungen aufgenommen. Ah, alles klar. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Jo. Ich hatte doch alle dämlich, ganz ehrlich. Ich kann hier auch wieder rechts überholen. Ich
fix mich, Alter. Selbst der überholt rechts. Ja, was hupst du denn, du blöde Sau? Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Jetzt dein und das Geld. Batz. So. Abgegeben. Hochrennen. Bin noch schon da. So. Die Leute fühlen sich endlich wieder sicher in ihren Häusern. Dass wir jetzt diese Waffen haben, ändert alles hier im Hollow. Okay, reden wir mal groß mit ihr. Tatsächlich geliefert. Bin beeindruckt. Du klingst ja so überrascht. Ich muss zugeben, ich hatte meine Zweifel, was dein Engagement betrifft. Marcano ist ein vorübergehendes Problem. Das Hollow, das bleibt. Ich hoffe, wir sind uns auch weiterhin einig, was zählt. Ich habe gesehen, was Macht bewirkt. Wie sie einen Menschen verändern kann. Siehst du, genau das ist unser größtes Problem. Jedes Mal, wenn wir anfangen, Geschäftliches zu bequatschen, willst du mir erklären, wie die Welt funktioniert. Und zwar so, als hätte ich keine Ahnung, was läuft in unserer Gesellschaft. Glaubst du, ich bin heute Morgen aufgewacht und war auf einmal schwarz, oder was? Das mache ich doch gar nicht. Als ich 7 war, durften ich und die anderen Waisenkinder nicht in den Schuhladen. Wir mussten hinter dem Laden warten und einen gezeichneten Umriss vom Fuß abgeben, damit der Kerl drinnen wusste, welche Größe wir hatten. Als ich 10 war, gab es ein kleines weißes Mädchen bei uns im Viertel. Wir waren voll verknallt ineinander. Aber dann haben ihre großen Brüder uns beim Händchenhalten im Park erwischt. Die haben die Scheiße aus mir rausgeprügelt. Sie haben sie Negerlover genannt. Die haben mich fast umgebracht. Es gibt viele Sachen, die ich nicht weiß. Dinge, die ich nicht erlebt habe. Und ich habe kein Problem, das zuzugeben. Aber ich weiß, was es heißt, schwarz zu sein. Also behandle mich nicht so, als hätte ich keine Ahnung. Und trotzdem hast du dich freiwillig gemeldet, um einem Land zu dienen, das dich hasst und um den halben Erdball geschickt hat, um unsere vietnamesischen Brüder und Schwestern zu töten. Ich hatte meine Gründe. Jeder hat seine Gründe, Lincoln. Ich bin jetzt hier, Cassandra. Alles andere ist egal. Was am Ende bei der Sache rauskommt, das ist es, was zählt. Alles klar. Wir bewaffnen unsere Leute und bekämpfen gleichzeitig die Dixies. Wieso sollten wir nicht auch mal ein bisschen Spaß haben? Pass auf, die Schweine machen ihre Deals natürlich an geheimen Orten. Aber ich kenne zufällig wen, dem du zu einem dieser Treffen folgen kannst. Wenn du ihnen die Waffen abgeknöpft hast. Wie ein Wochen Text fehlt. Okay. Ein gutes Gefühl, ein Stück von der Welt zu bekommen. Etwas Reelles für unser Volk. Nun gut. Soweit hierzu, würde ich sagen. Gehen wir mal wieder raus. Dann können wir gleich mal unser Gesundheitsding, die brauchen wir doch gar nicht auffüllen, oder? Nö. War das noch voll und jetzt ist auch wieder voll hier? Gut. Das ist erledigt. Ah ne, wir können noch schön Geld einzahlen. Muss was von der Kohle loswerden in Harlow. Etwas Geduld, bin sofort da. Hallo? Das war knapp, mein Freund. Dein Geld ist bei mir im sichersten. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Hallo, halt deine Fresse. So. Ich weiß nicht, wo ich mein ganzes Geld ausgegeben habe. Das freue ich mich immer noch. Oh, ich habe wieder 8000 inzwischen. Damit komme ich erstmal ganz gut rum, so wie es jetzt gerade läuft. Ja. Mit dieser schönen Aussicht hier Richtung Sonne, die langsam untergeht, sage ich dann auch mal bis zur nächsten Folge. Tschüdelü.